Großfußball und Groß Leila. Leila, du warst beim Torwandschießen der Hammer. Wir kommen dich holen, sobald wir Pote haben. Und jetzt schieß uns darüber. Klar, logisch. Jetzt hätte ich gern meine Schutzbrille. Was soll's? Los, tritt zu, Leila. Das beste Amateur-Rollkunstlauf-Duo Pamela und Peter Pocket. Und jetzt, Polly? Rollkunstlauf. Wow, das wird super, Polly. Und jetzt absolviert Sunny Moon den traditionellen Hindernisparcours. Sunny, was soll das werden? Shani, ich bin sofort wieder zurück. Ich hol schnell Pfote. Geh zur Startlinie, Sunny. Los, Polly, sie braucht dringend ihre Pfote. Und groß. Vielleicht ist Leichtathletik was für mich. Hallo, Pfote. Los, komm mit. Und klein. Hey, oh, Pfote. Halt, ich will dir helfen. Sunny Moon begibt sich zur Startlinie. Damit beginnt der letzte Programmpunkt der diesjährigen Spiele. Es darf noch nicht vorbei sein. Oh, warum gibt es nicht mehr Programm? Das ist gemein. Bestimmt kann ich was mit Marvin aushandeln. Ach, was rede ich nur. Ich kann rein gar nichts tun. Ich hatte allerdings echt Spaß und werde das nicht vergessen. Ich tue also, was Shani sagt und lass los. Selbst wenn ich nichts davon mitkriege, wie Sunny den Hindernisparcours absolviert. Oh, willst du etwa zu Sunny? Komm einfach mit mir mit. Und groß! Wow, du bist ein toller Hase, Pfote. Und groß! Und manchmal ist sie auch ein ganz kleiner Hasenfuß. Obwohl sie die Littleton-Spiele dominierte, hat die Ausnahmesportlerin Sunny Moon plötzlich Probleme. Ich schaffe das einfach nicht ohne meinen Glückshasen. Ich kann das nicht ohne Pfote. Ja, ihr habt Pfote. Leute, ich bin sprachlos. Tja, scheint, als wäre heute einfach nicht ihr Tag. Oh, du bist wirklich niedlich. Aber trotzdem lasse ich dich jetzt los. Vertraust du mir? Und klein. Und groß, Pfote. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun. Was Verrückteres habe ich noch nie gesehen. Aber es ist beeindruckend. Und wir haben die besten Plätze für den krönenden Abschluss. Zehn, elf. Ja! Der Pokal für die vielseitigste Sportlerin geht dieses Jahr an Sunny Moon. Und damit sind die diesjährigen Littleton-Spiele offiziell vorbei. Endlich kann ich etwas schlafen. Lass mich in Ruhe bis zu den nächsten Littleton-Spielen. Herzlichen Glückwunsch, Sunny. Du warst wirklich einzigartig. Das war das Allerbeste, was ich je gesehen habe. Danke. Und danke, dass ihr Pfote für mich gesucht habt. Sie wollte wohl von allein zu mir zurück. Wow, sie mag sonst keine Fremden. Kennt ihr euch etwa? Natürlich nicht. Lächerlich. Dürfen wir ein Foto mit dir machen? Freundinnen von Pfote sind auch meine Freundinnen. Ja. Sag bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Sunny, bist du nicht traurig, dass es vorbei ist? Nein, jetzt habe ich ein ganzes Jahr, um für die nächsten Spiele zu trainieren. Und um noch besser zu werden. Für mich heißt trainieren nämlich, eine Aufgabe zu haben. Ich wette, das hilft dir auch. Was machst du für Sport? Konnte mich nicht entscheiden. Aber nächstes Jahr eifere ich dir nach und mache alles. Ich wusste es. Polly Pocket will bei den Spielen den
Kohlnuss! Vielleicht brauche ich auch einen Glückshasen wie Pfote. Oder auch